Und da sind wir wieder. Guckt euch diese Stelle auf der Karte an. Da, genau da, an diesem Berg. Kann ich euch zeigen. Haben wir hier so eine komische Abbaudrohne gesetzt? Ja. Aber hier müssen wir hochfahren. Bis hierhin kommt man auch relativ gut hoch. Einfach hinten rumfahren. Das ist der Weg zu diesem blöden, verkackten Steine klopfen und medizinisches Lager fahrt, ihr Dönse. Guck mal, ob ich hier noch was ein... Ja, guck dir das an, das ist ja schick. Okay, hier stagniert es. Dann ploppt nochmal 60 Kupfer für uns. Sehr schön, so will man das haben. Da ist nämlich hier die Stelle, da kommt man nicht hoch. Wir haben es schon probiert, hier hochzukommen, aber das ist halt so steil, dass man nicht hochkommt. Das war die ganze Ecke. Da waren gerade wieder, da war gerade Platium und irgendwo mit EZ. Ich weiß nicht, was EZ ist, was war EZ nochmal? Sagt mir das mal. Ach, Element Zero, ja, na klar. Gut, Abbauzone ist erschöpft, damit komme ich klar. Dann können wir die nämlich ausmachen. Und wir müssen hier, glaube ich, rennen. Taktische Kommandozentrale der Cat, genau. Guck, hier waren wir nämlich schon 1000 Mal. Wahrscheinlich wäre man von hier noch dahin gekommen, aber naja, wir sind halt hier. Cat, echt? Ach, die wollen uns töten. Jetzt müsst ihr uns doch sagen. Dann machen wir doch mit. Dankeschön. Schönen Tag noch, ihr Cat. Das ist schade, dass das Ding keine Waffen hat, so wie der Marco. Vielleicht kann man sich die ja noch anbauen. Bin mir gerade ja nicht sicher. Aber wäre auf jeden Fall eine Investition wert, da einfach eine Bordkanone ruf zu knüppeln. Ja! Also definitiv ist man mit einem Präzisionsgewehr besser bedient als so. Was willst du mir sagen? Undokumentiertes Mineral wurde entdeckt, Pathfinder. Ja, kannst du mir gleich sagen, wo erstmal will ich zu dem medizinischen Lager hier. So, guck mal hier. Plomp, wir haben so, alle drei. Das Lager wäre wieder aufgefüllt. Ja, sehr schön. So wollen wir das haben. So, dann klicken wir uns jetzt das richtige nochmal an. Ey, ich will nicht weiter anklicken. Genau, das will ich anklicken. So, das müsste hinter uns sein, ja. Lager sind wieder aufgefüllt. Wo bist du denn? Iridium muss man nicht scannen. Kommen Sie mal wieder vorbei, wenn Sie Zeit haben. Natürlich, machen wir. Kein Ding. So, da ist auch plus Iridium. Ist nicht das, was sie haben wollen. 14 Meter. Zack. Element Zero Probe. Yay. 4 von 16. Alter, Leute, wir haben den Scheiß endlich geschafft. Pathfinder. Vor Ihnen befindet sich eines der medizinischen Notfalllager des Widerstands. Danke, das weiß ich. Habe ich gerade befüllt. War nett, dass du mir sagst. So, ab in die Nomad. Und jetzt können wir weiter gucken. Was haben wir denn hier? Ans Licht gebracht. Zu den Ruinen von Iroesk. Da können wir noch mal eben hin. Das ist doch kein Ding hier. Kein Ding ist das da. So, ach so, ja, wenn man die richtige Tasche drücken würde, dann würde es auch weitergehen. Extreme Kälte registriert, Pathfinder. Ach ja, extreme Kälte ist in meiner Seele und so. Oh, der wird doch bestimmt wieder rausschlupsen, oder? Nee, macht er nicht. Sehr schön. Dankeschön. Und weiter runter hier. Wumms. Ja, ja, verlangsame Ding nicht doch selber, du. Warum soll ich den andauernd verlangsamen? Das macht doch keinen Sinn. Es macht einfach keinen Sinn. Warum sollte man diese untertun? Siehst du, kann mir keiner sagen. Wie ist keiner, weißt du? Es ist nicht bekannt, ne? Musst du halt so hinnehmen. Will ich aber nicht. So. Der Ort, an dem wir wollen, der dürfte wahrscheinlich hier drinnen sein, was richtig? Was ist hier geschehen? Das kann ich dir nicht sagen. Wenn ich dir das sagen könnte, würde ich es dir sagen. Aber ich kann es dir leider nicht sagen. Hier ist ein Behälter. Vielleicht sagt der Behälter irgendwas. Ah, zerlegen. Okay. Was habe ich daraus jetzt gekriegt? Nix. Wow. Genau das habe ich erwartet. Nichts zu bekommen. Was können wir tun? Wir können gucken, dass wir da nicht erschossen werden. Hält dann davon. Oder was haltet ihr davon? Ist Grammatik. Ein Pirscher. Pirscher und Trojaner? Pirscher ist weg. Ja, Pirscher ist nicht weg. Alter, was hält denn der aus, bitte? Respekt an dich, Pirscher. Na gut, dann helfe ich euch halt nicht. Untötbarer Pirscher, oder was?
Den kannst du killen, ja super. Oh, aber ich will doch mit euch reden. Turianer beschützen, sagen sie. Von wo kommen sie denn? Von wo kommt... Von da hinten. Ja, ich auch. Okay, einer ist weg. Nachladen. Da hinten ist der andere. Bums, weg. Easy. Nächsten bitte. Das bringt raus. Alter, den hab ich doch ernst. Den hab ich doch gerade gesplattert, hattet. Den hab ich doch definitiv getroffen. So, der ist weg. Nachladen. Da unten sitzt der nächste. Nicht mehr lange, möchte ich sagen. Nicht mehr lange. Mit Astra reden. Astra ist ein Bier. Aber renn ruhig. Hey Astra, ich soll mit dir reden. Was sagst du so? Geht es Ihnen gut? Hören Sie. Ich weiß nicht, wie Rojek Sie dazu gebracht hat, uns zu helfen. Aber er hat Sie belogen. Astra, nicht. Ach, halt die Klappe. Rojek ist ein Schmuggler von Kedera. Genau wie wir. Wir kamen hierher, als wir von den Ket-Angriffen auf die Dörfer hörten. Er will die antike Karte von Volt an den Meistbietenden verkaufen. Sie ist ein Vermögen wert. Von allen miesen Möglichkeiten, ein paar Credits zu verdienen. Sie bestehlen meine Leute, nachdem sie alles verloren haben? Ich habe mich umentschieden. Oder etwa nicht. Okay, also. Wieso erzählen Sie mir das? Als ich hier ankam, als ich sah, was die Ket diesem Ort angetan haben. Diese Leute müssen schon genug durchmachen. Auch ohne, dass ihnen Plünderer das wenige stehlen, das ihnen noch geblieben ist. Ich will, dass sie die Karte zum Widerstand bringen. Dort wird sie wenigstens einem guten Zweck dienen. Und was ist mit Rojek? Er ist kein übler Kerl. Sondern hat einfach manchmal dumme Ideen. Wenn wir ihm von diesem Ort erzählen, wird er es verstehen. Gehen Sie also nicht zu hart mit ihm ins Gericht, okay? Bringen Sie dem Widerstand einfach die Karte. Jemand wie er ist es nicht wert, dass ich meine Zeit mit ihm vergeude. Ich sorge dafür, dass diese Karte in die richtigen Hände gelangt. Gut, das erleichtert mein Gewissen. Ich danke Ihnen. Cool. Läuft doch. Optional Rojek zur Rede stellen. Das werden wir natürlich machen. Jetzt müssen wir bloß noch unseren fahrbaren Untersatz wiederfinden. Wo haben wir den denn abgestellt? Müsste der nicht hier irgendwo sein? Ne, der aber auf der anderen Seite war. Wenn ich das jetzt wüsste, doch. Guck mal, da ist eine Tür. Und da ist noch eine Tür. Das ist ja ein Ding. Temperaturen liegen im Normalbereich, Pathfinder. Was war denn für ein Knopf, um die Waffe wegzupacken? Nicht F. Definitiv nicht F. Und wir sind unterwegs. Okay, V. Ja, unser Auto ist hin. Ja, ich nenne es einfach unser Auto. Unser Auto ist etwas, das das Auto haben möchte. Das Auto möchte sehr viel Liebe und gestreichelt werden. Ab in den Nomad. So, wo war der Vogel? da war der Vogel. Nimm bitte mal Schnellreise. Wenn wir uns das gönnen können, dann machen wir das doch. Haben wir natürlich einen dicken, fetten Ladebildschirm. Der hoffentlich nicht so dick und fett ist. Boop. Ah, hier ist er. Technik. So, da sind wir. Dann. Komplette Gesundheit wiederhergestellt. Das ist nett. Fallen wir mal hier hin. So. Warte mal. Rojek war ja da hinten. Da hinten können wir wahrscheinlich nicht fahren, aber hier steigen wir erstmal aus. Lassen wir so stehen. Kann man ja mal machen. Plopp. Ich weiß nicht, ob man es irgendwie an den Einstellungen gemerkt hat oder an der Bildqualität. Ich habe das Spiel jetzt nochmal auf Ultra eingestellt. Ich hatte das vorher auf Individuell, weil ich der Meinung war, man könnte 60 FPS erreichen. Und ja, keine Ahnung. Muss man gucken. Rojek. Ja. Wo sind meine Kollegen? Haben Sie die Karte? Sie meinen die Karte, die Sie auf Kedera verkaufen wollten? Woher... Astra, hat sie etwa schon wieder ein Gewissen entwickelt? Das Mädchen ist einfach nicht für diese Arbeit gemacht. Es ändert vermutlich nichts, aber ich habe mit diesen Leuten gesprochen. Sie haben es schwerer, als ich dachte. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich die Sache wirklich durchgezogen hätte. Aber gut, tun Sie, was Sie tun müssen. Können wir Jarl fragen? Echt? Er wollte Ihr Volk bestehlen, Jarl. Dir
Entscheidung liegt bei Ihnen. Melden Sie sich beim Widerstand. Wenn Sie schon plündern wollen, werden Sie es für Ihr Volk tun. Ernsthaft? Was er getan hat, war schrecklich. Aber er ist mit seinem Schiff an den Cap vorbeigekommen. Und das erfordert Können. Zu nutzen. Ich nehme an, ich habe in dieser Sache kein Mitspracherecht, oder? Na schön. Ich werde es tun. Bei den Sternen. Hätte ich sie doch nur nicht um Hilfe gebeten. Sehr schön, so hattet der Widerstand nämlich einen Mann mehr, auch wenn er keinen Bock drauf hat, aber vielleicht erkennt er denn sein wahres Können und wird uns helfen. Enthüllung der Vergangenheit. Übrigens, da holt gerade einer die gelben Säcke bei uns ab oder den Mülltonnen oder so ein Scheiß. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Da muss ich jetzt hin, ja? Okay. Da kann ich aber auch hingurken. Komm. Da will ich hingurken. Da ist Schnellreise möglich, also will ich da schnell hinreisen. Yo. Ich bin faul. Und so wirklich viel zu entdecken gibt's ja nicht. So, da sind wir wieder. Ans Licht gebracht. Achso, die Basis hier. Das ist das, wo wir gestartet sind. Richtig? Richtig. Jo, und jetzt wird er gleich richtig schön laut. Das freut mich. So muss das sein. So habt ihr das vorgestellt. Geheimsoffizier Kaas die Karte übergeben. Während der labert, mache ich einfach mal mein Fenster zu. Wie findet dein Ditte? Bis gleich. Haben Sie Fragen? Ach, scheiße, ja, ich habe Fragen. Warte, Karte gefunden. Ein paar Schatzsucher haben diese Karte vom alten Vault gefunden. Sie wollten, dass Sie sie bekommen. Wir dachten, wir hätten sie verloren, als der Dar niederbrannte. Diese Details... Mit dieser Karte könnten wir Angriffe über alte Handelsrouten planen, die nicht einmal die Cat kennen. Wer immer ihnen das gegeben hat, verdient unseren Dank. Und sie auch. Kein Ding. Das war's. Ich denke, ich habe genug Informationen. Falls Sie noch etwas brauchen, finden Sie mich hier. Abgeschlossen, ans Licht gebracht. Das ist schön. Warum kann ich denn hier jetzt schon wieder G drücken? Was? Okay. Plopp. Yay, 100 Heliusforschung. Das ist eine Menge. So, dann können wir jetzt mal gucken. Das ist... da haben wir noch eine Quest. Okay, da haben wir eine Quest. Medizinisches Lager dem Arzt Bericht erstatten. Naja, klar, wenn das noch eine Quest ist, dann können wir das gerne tun. Dann schließen wir das mit ab. Und da hatten wir dann noch eine neue Quest, die wir annehmen können. Auch nicht schlecht. Es ist vielleicht manchmal gar nicht so schlecht, auf Karten zu gucken, wenn sie vorhanden sind. Angara-Panzerung, zerlegen. Scheiß Browser-Gena. Ach, guck mal, hier wird so gezeigt, was man alles kriegt. Höhlenfasern, Iridium und Titan. Das ist bestimmt gar nicht so schlecht. Dann werde ich jetzt einfach alle zerlegen, was ich habe und mich dann drüber freuen. So, Herr Arzt. Gucken Sie mal. Schön, Sie wiederzusehen. Sie haben heute Leben gerettet. Wir wissen nicht wen oder wie viele, aber Sie haben es getan. Ich habe aus unserer letzten Lieferung etwas für Sie beiseite gelegt. Als Dank für Ihre Hilfe. Musste nicht. Eine Belohnung ist nicht notwendig. Doch ist sie. Glauben Sie mir. Da draußen ist es gefährlich. Jeder muss sich darauf verlassen können, dass ihn seine Ausrüstung heil nach Hause bringt. Und das gilt auch für Sie. Ey, danke dir. Cobra Raketenwerfer, Overdrive Pack, Kryo-Munition, Disruptor-Munition. Joa, hat sich schon gelohnt, wa? Finde ich gut. Obwohl wir gesagt haben, wir wollen ja nichts. Vielleicht hat er uns deswegen sogar ein bisschen mehr dazu gegeben. Aber bloß, weil wir so ein Knorke-Typ sind. So, hier haben wir noch eine Quest. Bei euch, Jungs. Hana! Ich habe Ihre Unterhaltung zufällig mitbekommen. Eigentlich ja nicht. Jetzt hast du auch noch Ryder in diesen Irrsinn mit reingezogen. Wir müssen uns auf die Rettung der Moschei konzentrieren, Hana. Nicht auf irgendeine vage Hoffnung. Rabar, ich weiß, dass Michelle noch am Leben ist. Es ist schwer loszulassen. Oh. Ich kann sie gut verstehen. Es ist schwer, den Tod von jemandem zu akzeptieren, der einem nahesteht. Wieso haben eigentlich alle aufgegeben? Wir wollten ein Waffendepot der Cat zerstören, aber die Zünder hatten eine Fehlfunktion. Michelle musste die Sprengung deshalb manuell auslösen. Ja, und das heißt, sie war mitten in einer Explosion, die noch bis hinter die Hügel zu sehen war. Aber Michelle kennt sich mit Sprengstoffen besser aus als jeder andere. Sie wird genau gewusst haben, wo sie Deckung findet.
wäre auf jeden Fall möglich, ja. Wenn Ihre Freundin so gut ist, wie Sie behaupten, könnte sie tatsächlich überlebt haben. Vielen Dank. Das sage ich schon die ganze Zeit, aber niemand außer Ihnen hat mir geglaubt. Selbst wenn ich dir glauben würde, Anik wird uns niemals erlauben, nach ihr zu suchen. Wir werden woanders gebraucht. Ich könnte mich da draußen mal umsehen. Würden Sie das tun? Dem Himmel sei Dank. Ich habe den NAV-Punkt. Ich hoffe nur, die Daten sind kompatibel mit Ihrem, Gerät. Und egal, was Sie finden, bitte sagen Sie es mir. Ich will einfach nur die Wahrheit wissen. Jo, na, das kriegen wir doch wieder hin. Guck mal, dann folgen wir dem doch. Ruinen erkunden. Dann müssen wir jetzt wieder zurück. Geht's hier lang? Ich weiß es nicht. Ich gehe einfach hier lang. Ich glaube, hier ist die Weltkugel. Oh, was war das da? Terminal. Okay, das kennen wir schon. Bin jedenfalls der Meinung. Wird schon klappen. Wenn nicht, dann habt ihr euch das Neueste jetzt durchgelesen und mehr brauchen wir da eigentlich auch nicht. Wir wollen jetzt nämlich wieder zu unserem Nomad. Der müsste... Ach fuck, wo war denn der Nomad? Genau. Dann müssen wir jetzt nach links, richtig? Hier lang. John, mein Freund. Ach, freuen Sie sich alle, dass er dabei ist. Der ist bekannt, der Junge. Der ist richtig bekannt. So, wir sind in einer großen, weiten Welt. Yay! Jetzt können wir gucken. Wo geht es für uns als nächstes hin? Wir haben noch eine Menge zu tun. Guck mal hier. Enthüllung der Vergangenheit. Bla. Mit der Familie treffen. Ja, das müssen wir jetzt irgendwie noch verschieben. Und dann hätten wir hier noch Erinnerungsauslöser und Vault besiegeln. Ich meine, hier kriegen wir bestimmt nochmal 25% drauf. Einfach bloß, weil wir was hinkriegen. Und da wir schon 39 gesammelt haben, sieht das doch ja nicht so schlecht aus. Warte mal. Wenn wir hier jetzt zur Schnellreise hingehen, dann müsste das schneller gehen. Definitiv. Ja, liebe Ladebildschirm, ich warte auf dich. Du kannst... Temperaturabfall, echt? Wo fällt sie denn hin? Wenn sie erstmal wohnen, ich muss aber ganz schnell wieder aufheben. Du. So. Nee, jetzt ich muss wieder Berg hochklettern. Da egal Lust drauf. Obwohl, das Zeichen sagt eigentlich nichts dergleichen. Das sagt, ja, ja, mach mal so weiter. Fahr einfach geradeaus. Wird schon klappen. Weil das ist auf jeden Fall nicht die Cat-Station. Ja, das sollte ja mit Möglichkeiten kaputtes Konstrukt der Cat sein, richtig? Da werden wir jetzt... Ja. Verteidigungsmaßnahmen, Pathfinder. Die da? Die wohl nicht mehr. Pathfinder, wir nähern uns dem Waffendepot der Cat, das der Widerstand zerstört hat. Okay, danke. Dann suchen wir mal nach Hinweisen auf Hanas Freunde. Irgendwelche Lebenszeichen, Sam? Nein. Ich registriere jedoch eine schwache Energiesignatur, die von einem Generator stammen könnte. Ah, das könnte die Notstromversorgung sein. Das sieht mega falsch aus, wie so ein riesenlanger Stängel die ganze Zeit rauskommt. Möchte ich nur mal so anmerken. Übrigens, ich habe gerade gebrannt, deswegen hat es gerade geschrien. Muss ich hier jetzt auch wieder was scannen? Ach nee, die Tiere. Dann ist er gut. Ah, gut, er macht. Oh, die Taschenlampe ist heller geworden, oder? Du weißt, wo sie sind. Ich weiß, dass du es weißt. Also raus damit! Da drüben ist irgendwas. Oder irgendwer. Ja, man hört. Okay, die Tür ist zu. Man hört irgendwas, ja. Aber wer oder was? Stand ja nur schon, dass das Marshall ist. Marshall Bravestar. Kettgerät. Nix. Iridium, na, das können wir wenigstens mitnehmen. So. Rennen wir einfach mal in einer riesen Ruine rum. Da ist noch ein Kettgerät. Vielleicht kommt sie da irgendwann raus. Bestimmt. Ich sag, die steckt dann eh in so ein Dingern drin. Von so ein Dingern drin. Ja, jetzt wüsste ich, wie es weitergeht. Kettgerät. Ist ja gemein. Ist ja voll gemein. Spuckt mich das mit Feuer an, ey. Glaub's ja. Geht's hier hoch? Nö. Hopp. Okay, das Kettgerät haben wir... Haben wir doch nicht angemacht?
Konnte ich sie gerade anmachen? Nö. Ich bräuchte irgendwie irgendeine Steuerung, die mir helfen würde. Ich klicke jetzt einfach alles an, was ich anklicken kann, und dann muss ich es nochmal versuchen. Sonst bleibt uns ja nicht viel übrig. Die Tür jetzt auf. Da ist doch irgendwas. Ja, ich bin hier. Verdammte Hacke. Guck mal, ich melde mich so, ja. Findest du denn bitte? Warte mal, was könnten wir denn hier machen? Was steht denn jetzt als Questbeschreibung? Nix. Sehr schön. Eine angarische Saboteurin wurde bei der Zerstörung blablabla Energieversorgung wiederherstellen. Na, Energieversorgung wiederherstellen heißt doch eigentlich so viel wie... Genau. Da ist eine Tür, find mal den Pinöpel dazu. Ich hab was gehört. Ja, ist ja schön. Laber doch nicht die ganze Zeit. Versuch die gerade zu retten. Also Fresse halten, bitte. Dankeschön. Ja, okay, das hilft mir jetzt auch nicht wirklich weiter, ne? Oder kann ich das hier scannen? Ich registriere Temperaturen unter dem Normalwert. Warte. Steht nicht kaputt, sagt sie. Echt? Ja, so einfach ist das. Okay. Kann man mal machen. So. Kommen die alle jetzt von alleine raus oder muss ich die Tür aufmachen? Natürlich muss ich die Tür aufmachen. Wer sind Sie? Sind Sie hier, um nach mir zu suchen? Hat Hana Sie geschickt? Dieses törichte Mädchen. Sie weiß einfach nicht, wann es Zeit ist, aufzugeben. Wow. Hana hatte recht und niemand hat ihr geglaubt. Wieso auch? Ich dachte ja selbst nicht, dass ich es überleben würde. Können unsere Sprache. Das ist alles, was er sagt. Nichts anderes. Ich habe ihn verbrannt, geschnitten, durchbohrt. Aber er will mir einfach nicht verraten, wo sie sind. Sie haben diese Person gefoltert? Er ist keine Person. Er ist ein Cat. Sie haben meine Familie entführt. Wir müssen hier weg. Sie können nicht klar denken. Ich kann hier nicht weg. Das ist meine einzige Chance, mit diesen Dingern zu reden. Meine Familie zu finden. Wenn ich gehe, lasse ich sie im Stich. Ich kann nicht. Ist halt die Frage, die könnten zurückkommen. Ah, scheiße. Okay, Leute. Gehen wir. Wir können sie nicht einfach hier zurücklassen. Es gibt nichts, was wir noch für sie tun könnten. Mann, ich wollte... Das hat mich verdrückt. Das war dreckig. Joshin, Borsch, Ayla, Kial... Das sind ihre Namen. Sind sie Sklaven? Sind sie tot? Sag's mir! Okay, töten können wir den jetzt auch nicht mehr. Joshin, Borsch, Ayla, Kial. Das sind ihre Namen. Sind sie Sklaven? Sind sie tot? Sag's mir! Nee, ich sag den nüscht. Das ist doch kacke. Das hat mich verdrückt. Eigentlich wollte ich jetzt sagen, naja, komm, weiß ich nicht. Die könnten ja nur zurückkommen und sie töten. Das ist ja auch kacke. Wollen wir ja nun auch nicht. Wenn wir jetzt aber wieder zu der alten zurück wollen, wo war denn das da? War das nicht hier? Garage Widerstandsbasis? Denke. Na gut, Leute. Werden wir in der nächsten Folge rausfinden, was jetzt die Freundin dazu sagt. Wer weiß, was da jetzt noch kommt. Vielleicht müssen wir nochmal hin und die dann mit Gewalt wegholen. Ich weiß es nicht. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Von daher danke fürs Zuschauen. Viel Spaß mit den nächsten Folgen. Auf Wiedersehen.